Das Thema, über das ich vortrage, die globalen Ungleichheiten, ist ein Thema, was uns allen irgendwie sehr bekannt und vertraut ist, ja? Womit es aber wenig systematische Auseinandersetzung gibt. Das läuft immer so ein bisschen unterschwellig ab. Dann passiert ein Unglück, wie zum Beispiel dieser Brand in der Textilfabrik in Bangladesch. Dann ist es plötzlich sehr präsent, woher kommen eigentlich unsere T-Shirts, und dann ist es wieder weg. Es gibt dazu auch große Theorien, auch altehrwürdige Theorien, die ich auch immer mit Interesse lese. Die haben mich aber ein bisschen insofern unbefriedigt zurückgelassen, als die zwar viel über den Zustand der Welt insgesamt sagen, sich aber nicht so leicht runterbrechen lassen auf die Lebenschancen von einzelnen Menschen. Und ich komme aus der Ungleichheitsforschung. Und in der Ungleichheitsforschung geht es eben letztlich auch darum, was können Menschen in ihrem Leben an Zielen realisieren, was können sie eben gut erreichen, was können sie nicht erreichen, also der Vergleich zwischen Arm und Reich, zwischen Gebildeten und Ungebildeten. Und die großen Theorien sagen was über den Zustand der Welt, sie sagen aber eben nicht so viel darüber, warum jetzt was genau jetzt mit der Lehrerin in Bangladesch ist und ihren deutschen oder auch österreichischen Kunden. Ich habe nach einer Theorie gesucht, die diese Ungleichheiten in der Welt und eben auch zwischen Staaten in den Blick nimmt. Eben die Ungleichheiten, die auch von einem System der Nationalstaaten hervorgebracht werden, in dem die Lehrerin in Bangladesch eben nicht hier wählen kann, sodass auch ihre Interessen hier nicht vertreten sind. Und die sich eben damit beschäftigt, wie diese großen Dinge, die wir immer über Globalisierung hören, auch Folgen für das Leben von ganz konkreten Menschen haben. Einführend werde ich Ihnen ein paar Befunde aus der Ökonomie erzählen. Die Ökonomie ist relativ weit in der Untersuchung globaler Ungleichheiten, und da kann ich Sie sozusagen ins Thema einführen und kann aber zugleich auch sagen, was mir an der Ökonomie nicht reicht, weswegen ich mein Buch eben Soziologie globaler Ungleichheiten genannt habe. Im Hauptteil erkläre ich Ihnen dann dieses Modell. Es sagt letztlich, dass Menschen nicht nur in einem Staat leben, sondern in vielen Kontexten. Und dass die Frage, was unsere Ressourcen wert sind, auch mit Blick auf verschiedene Kontexte entschieden werden müssen. Das erzähle ich Ihnen dann im Einzelnen, im Hauptteil des Vortrags. Und im letzten Teil zeige ich Ihnen dann, wie sich das darauf auswirkt, wo in der Welt jemand positioniert ist und auch zum Teil, welche politischen Konflikte wir aktuell erleben. In der Ökonomie wird seit langem über Ungleichheit in der Welt geforscht, und zwar überwiegend erstmal in diesem Konzept 1, so nennt das Branko Milanovic, das ist ein Weltbankökonom. Da nimmt man eine makroökonomische Maßzahl wie das Bruttonationalprodukt und teilt die durch die Anzahl der Menschen in einem Land. Und dann kommt da so ein Pro-Kopf-Einkommen raus. Ja, kennen Sie wahrscheinlich alle noch aus dem Erdkundenunterricht. Das ist also ein sehr landläufiges Modell. Ja. Und dann kann man eben sehen, das Pro-Kopf-Einkommen hier bei dem Mann mit der Architektenrolle, der steht für ein Land, das ist höher als meinetwegen bei der Frau mit der Aktentasche oder dem Täschchen und dem hier mit dem Aktenkoffer. Jetzt sind Länder aber verschieden groß. Es macht ja schon einen Unterschied, ob wir jetzt über Luxemburg und Samoa reden oder über China und die USA. Das heißt, in dem zweiten Modell geht man genau gleich vor, aber man berücksichtigt auch noch, stellen Sie sich mal vor, das ist meinetwegen China. Ja, da wird China natürlich häufiger gezählt als zum Beispiel meinetwegen Deutschland, ja, weil China einfach viel mehr Einwohner hat. Da sagt man erstmal, was leuchtet ein. Ja? Ich habe damit trotzdem einige Schwierigkeiten. Ja? Ein Problem, was ich daran sehe, ist, dass die Länder damit ja sehr wichtig gemacht werden. Und wir haben es aber weltweit häufig mit Situationen zu tun, wo
es zwar Länder gibt, die Länder aber wenig dafür tun, um innerhalb ihrer Grenzen für Ausgleich zu sorgen. Zum Teil, weil die Länder einfach kein Geld haben, zum Teil, weil sie sowieso nicht funktionieren, zum Teil, weil gerade bei den rohstoffreichen Ländern der Anreiz für kriminelle Gruppen erheblich ist, sich illegal an die Macht zu putschen und dann das Land auszubeuten. Ja? Also in vielen Gegenden der Welt, aus verschiedenen Gründen, ist das Land gar nicht so wichtig für die Frage, welche Lebenschancen ein Mensch hat. Man sieht es sehr drastisch an der HIV-Epidemie im südlichen Afrika. Da ist ja innerhalb kürzester Zeit die Lebenserwartung um 10, 20 Jahre gesunken. Und es wurde von den UN-Statistiken immer als Lebenserwartung pro Land abgebildet. Und dann wird der Blick so darauf gerichtet, ob zum Beispiel Burundi jetzt eine gute HIV-Aufklärungspolitik gemacht hat. Tatsächlich ursächlich für diese stark gesunkene Lebenserwartung, letztlich das Sterben einer ganzen Generation, war natürlich an erster Stelle diese Epidemie, die sich nicht wirklich an Landesgrenzen hält, und an zweiter Stelle eine Patentgesetzgebung, in der eben ganz klar geregelt war, dass die Firmen, die HIV-Medikamente hatten, Eigentumsrechte an diesen Medikamenten haben, und wenn diese Firmen sich entschließen, diese Medikamente in armen Gegenden nicht zu einem Preis anzubieten, den sich die Leute dort leisten können, dann sterben eben Menschen. Und also es ist eine ganz klare weltweite Institutionenbildung, in der gesagt wird, Eigentum ist wichtiger als Leben. Ja? Und dahin guckt man aber nicht, wenn man Länder vergleicht. Ja? Sondern man tut so, als wären die Länder wichtig dafür, ob diese Menschen 20 Jahre länger leben oder nicht. Ja? Ein weiterer Grund, warum ich diese Herangehensweise nicht so gut finde, ist ein Punkt, den auch Branko Milanovic, dieser Weltbankökonom, sieht. Nämlich, das ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen, aber ich erkläre Ihnen das mal als Beispiel. Der weist nämlich darauf hin, was auch viele wissen, dass natürlich Länder in sich sehr ungleich sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mal hier Brasilien anschauen, dann gibt es in Brasilien Menschen, die sind sowohl in Brasilien die Ärmsten, die sind aber auch in der Welt die Ärmsten. Und es gibt in Brasilien Menschen, die sind in Brasilien die Reichsten und die gehören auch zum reichsten Zehntel der Weltbevölkerung. Ja? Und wenn man solche drastischen Unterschiede und Ungleichheiten hat, oder Sie sehen umgekehrt, dass die Ärmsten der USA, ja, ärmer sind als das reichste Zehntel in Russland und China, in Russland und Brasilien. Ja? Man kann die Grafik nicht so leicht lesen, ich habe es Ihnen jetzt mal gezeigt, aber ich denke, auch wenn Sie die Grafik nicht lesen können, leuchtet es ein, dass wenn Länder sehr ungleich sind, wenn man also in Ländern wie Brasilien Superreiche hat und ganz arme Leute, dass so ein Mittelwert irgendwie nicht so richtig viel hilft, ja? Weil der Mittelwert ja einen Durchschnittswert bildet, ja? Der dann nicht so viel darüber sagt, wie es den Leuten eigentlich geht. Und das sieht auch Milanovic, deswegen hat er dieses Konzept 3 entwickelt. Und da sieht man jetzt, dass in Teilen, nehmen wir mal an, das wäre Brasilien, die superreichen Brasiliens, die sind dann eben auch oben in der Welt und die armen Brasilien sind dann eben auch unten in der Welt. Ja? Das heißt, Milanovic vergleicht am Ende Haushalte in der Welt, ja? Ohne dass er letztlich noch auf Länder eingeht. Ja? Und das, finde ich, ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Ja? Es ist aber auch interessant, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, weil wir fragen uns ja alle, ob in den letzten 20, 30 Jahren durch Globalisierung die Ungleichheit in der Welt zugenommen hat oder abgenommen hat. Und wenn man diese Frage stellt, dann ist die Antwort gegensätzlich, je nachdem, welches Konzept man verwendet. Wenn man das erste Konzept verwendet, dann hat die Ungleichheit drastisch zugenommen. Das ist die Ungleichheit zwischen Länderdurchschnitten, die ist ganz stark nach oben gegangen. Wenn man das zweite Konzept nimmt, dann hat die Ungleichheit drastisch abgenommen. Ja? Wenn man nämlich Länder wie China und Indien, die ja die bevölkerungsreichsten Länder sind, sehr stark gewichtet und diese beiden Länder eben in den letzten 20, 30 Jahren ökonomisch deutlich reicher geworden sind, ja,
dann sieht es so aus, wie wenn die Ungleichheit in der Welt einfach total runtergegangen wäre. Freuen sich alle und sagen, super, war gut gemacht. Ja? Ist aber eigentlich nur dadurch zustande gekommen, dass zwei Länder reicher geworden sind. Ja? Und wenn man das dritte Konzept nimmt, dann sieht man, die Ungleichheit ist ungefähr gleich geblieben. Also wenn man wirklich Haushalte in der Welt vergleicht, ist es ungefähr gleich geblieben. Und da sehen Sie jetzt auch, dass irgendwas mit diesen Ländern irgendwie nicht befriedigend ist. Wenn man zu so einer grundsätzlichen Frage, wie hat die Ungleichheit in der Welt zugenommen oder abgenommen, letztlich drei verschiedene Antworten rausbekommt, je nachdem, wie man mit Ländern umgeht, ja, dann ist irgendwas nicht so richtig. Und letztlich ist es eben so, dass hier ein sehr simples Modell verwendet wird. Es wird praktisch gesagt, innerhalb von einem Land ist alles gleich. Ja? Und wer da doppelt so viel Geld hat, hat eben doppelt so viel wie jemand, der die Hälfte hat. Und dass es nicht so ist, wissen wir alle schon aus Erfahrung. Jeder, der mal von einer teuren Gegend in eine billige Gegend umgezogen ist, weiß schon, dass das einfach so nicht stimmt. In den Ländern sind die Unterschiede auch beträchtlich. Man kann mit dem gleichen Geld in der einen Gegend richtig gut leben. Also ich zum Beispiel, Sie hatten ja gesagt, ne, ich habe in München studiert und war dann später wieder dort beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dann bin ich als Juniorprofessorin nach Duisburg gegangen und habe ungefähr das Gleiche verdient. Und subjektiv war das, wie wenn ich 30% Gehaltssteigerung habe. Ja? Weil in Duisburg ist alles billiger. Ja? Also plötzlich konnte ich eine riesen Wohnung leisten und also es war alles gar kein Problem mehr. Ja? Also dieses Modell ist zu simpel und wir müssen uns die Welt eigentlich so vorstellen. Ja? Also es gibt in der Welt zum Beispiel viele ökonomische Märkte, viele Arbeitsmärkte, Finanzmärkte, die eher global sind, die grenzüberschreitend sind, die EU-weit sind in bestimmten Professionen. Bildung ist was, was sich immer mehr angleicht. Ja, Bildungszertifikate, insbesondere universitäre Bildung. Ja. Klar ist es so, dass Arbeitgeber gerne jemanden einstellen, der aus dem eigenen Land kommt, da weiß man, was man hat. Ja. Aber ein Stück weit sehen Sie zum Beispiel in Naturwissenschaften auch, dass Leute mit einer internationalen Bildung auch was können, vielleicht sogar mehr. Also da kommt es zu Angleichungsprozessen. Ja. Ich selber mache empirisch viel Migrationsforschung. Da sehen Sie auch, dass es um grenzüberschreitendes Phänomen geht. Wo will man denn Migranten einsortieren? Ja? Die meisten bleiben auch nicht sofort dort, wo sie hinwandern. Sie wandern auch mal wieder weiter oder zurück. Ja? Und auch Wissensbestände. Wenn Sie zum Arzt gehen, wollen Sie gerne österreichisch behandelt werden? Nein, Sie wollen einfach die beste medizinische Behandlung weltweit bekommen. Ja? Und Sie hoffen, dass Ihr österreichischer Chefarzt das kann, aber wenn er es jetzt nicht könnte, wäre es Ihnen letztlich egal, welcher Arzt da vor Ihnen steht. Nur die Hauptsache, Sie wissen, das ist das Wissen, was weltweit anerkannt ist. Ja? Also viele Kontexte sind eigentlich nicht mehr nur im Rahmen des Nationalstaats verständlich, auch wenn der Nationalstaat natürlich weiterhin wichtig ist. Ja? Und meine Theorie versucht jetzt, das mal ein bisschen systematischer anzugehen. Ja? Und das mache ich, indem ich mich zuerst mal auf Amartya Sen beziehe. Amartya Sen ist ein Ökonom und ein Philosoph, der hat in der Entwicklungsökonomie geforscht und hat den sogenannten Capability-Ansatz zusammen mit Martha Nussbaum entwickelt. Capability bedeutet, man hat die Freiheit, ein Lebensziel zu erreichen. Und Sen sagt, es geht nicht darum, ob jemand tatsächlich viel und ausgewogen ist, sondern es geht darum, dass jemand ausgewogen essen könnte. Wenn jemand sich dann entschließt, zu fasten oder sehr unausgewogen zu essen, ist es seine oder ihre Sache. Ja? Aber die Freiheit zum Essen zu können, ja, das ist das, was er untersuchen will. Und er sagt, diese Capabilities, die entstehen immer zwischen Personen mit bestimmten Merkmalen und Umwelten. Also es ist zum Beispiel so, dass natürlich eine Schwangere mehr Essen braucht als ein Greis, um satt zu werden. Oder es ist eben so, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, braucht unter Umständen eine Zulage, um auch Taxi fahren zu können, ja? Weil er eben manchmal nicht so gut in die Tram reinkommt. Ja? Oder er braucht ein teureres Auto, weil er mit Händen fährt.
Ja? Also der Amartya Sen sagt, letztlich kommt es immer auf ein Zusammenspiel von Personen, ihren Merkmalen auf der einen Seite und den Umwelten, in denen sie sich bewegen, an. Im globalen Süden hat das auch eine materielle Seite. Ja? Also gerade für sehr arme Leute ist es sehr wichtig, sind sie in einer fruchtbaren Gegend, sind sie in einer Gegend mit gutem Klima, sind sie von Trockenheit bedroht. Ja? Also da hat es auch durchaus eine materielle Seite. Jetzt ist es aber so, dass er das, sagen wir mal, ein bisschen unsoziologisch denkt. Und ich mache da, sagen wir mal, einen Vorschlag, der umfassender ist. Insbesondere denke ich eben, wie schon gesagt, dass wir meistens mit mehreren Kontexten zu tun haben. Also diese Vorstellung, klar, für jemand ganz arm in einem Dorf im globalen Süden kann man vielleicht sagen, dieses Dorf ist der Hauptkontext. Aber faktisch haut das schon nicht hin, weil diese armen Familien in der Regel Familienmitglieder woanders hinschicken, damit die eben in Zeiten der Dürre vielleicht doch noch ein bisschen Geld überweisen können. Ja? Also selbst in dieser Armutssituation muss man eigentlich von mehreren Kontexten ausgehen. Und ich sage eben, ja, wir sollten verschiedene Kontexte berücksichtigen. Ja? Viele von Ihnen werden zum Beispiel eher gebildet sein, eine Profession ausüben. Ich habe gerade die Ärzte genannt. Ja? Die Professionen sind eigentlich was, was meistens grenzüberschreitend auch organisiert ist. Und wenn man das untersuchen will, dann kann man eigentlich drei Arten unterscheiden, wie Menschen an Kontexte gebunden sind, die ungleichheitsrelevant sind. So nenne ich das. Also es geht nicht um alle Arten von Kontextrelationen. Ja? Meinetwegen eine Liebesbeziehung ist auch ein Kontext, aber die ist vielleicht nicht sofort dafür relevant, wie reich oder arm ich bin. Ja? Also es geht schon um bestimmte Kontextbeziehungen und da unterscheide ich diese drei und die gehe ich jetzt der Reihe nach durch und erkläre ich Ihnen auch am Beispiel. Die sozial differenzierten Kontextrelationen, da beziehe ich mich auf die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Das ist ein soziologischer Theoretiker, der eigentlich gesagt hat, er will sich gar nicht so sehr mit Ungleichheit beschäftigen. Der aber auch gesagt hat, eigentlich, so wie er die Welt sieht, leben wir schon in einer Weltgesellschaft, weil er sich für Kommunikation interessiert und er festgestellt hat, eigentlich kommunizieren alle in der Welt irgendwie miteinander. Und da sieht man schon, wenn man eigentlich irgendwie kommuniziert, das ist natürlich eine sehr dünne Vorstellung davon, was in der Welt passiert. Deswegen war das auch sehr vernünftig von Luhmann zu sagen, er sagt nichts zu Ungleichheit, weil dazu kann er wirklich nicht so viel sagen. Ja? Aber wozu er eben was sagen kann, ist, was passiert, wenn aus der Sicht von einer Organisation zum Beispiel ein Mensch in die Organisation aufgenommen wird, er nennt es inkludiert, ja? Dann hat man so eine sozial differenzierte Kontextrelation. Der Mensch ist Mitglied der Organisation. Oder wenn man sich das für Netzwerke denkt, ja? Man kann sagen, ich bin Teil von einem bestimmten sozialen Netzwerk. Ja? Und auf diese Art kann er ganz unterschiedliche Zusammenhänge unterscheiden. Und das ist deswegen wichtig, weil es ja schon vorkommt, dass wir von einem Beruf oder von einer Arbeitsorganisation eben nur in diesem Verhältnis, also nur als Arbeitskraft oder nur als Organisationsmitglied eingezogen werden. Das ist eine sehr abstrakte Theorie. Um Ihnen die in Ihrer Anwendung zu illustrieren, lese ich Ihnen aus meinem Buch eine kurze Fallstudie vor. Und es geht um eine anonymisierte Frau Kotek. Die hat in Polen ein Biologiestudium abgeschlossen, aber sie findet weder dort noch in Irland Arbeit und verfällt in eine tiefe Depression. In dieser Situation hilft ihr eine Freundin, deren Mutter in Deutschland lebt, wohin sie damals nur als Undokumentierte auswandern konnte. Durch die Vermittlung der Bekannten findet Frau Kotek eine erste Stelle als Kinderfrau und dann langsam weitere Beschäftigungsverhältnisse als Haushaltsarbeiterin. Bei den Reinigungsarbeiten in einer Firma lernt sie ihren damaligen Lebensgefährten kennen und zieht zu ihm. Er wird immer eifersüchtiger und kontrollierend,
sodass sie sich trennt und zu einer der Verbotsstellen zieht. Der Mann zeigt sie an und sie wird verhaftet. Das Beispiel zeigt, wie Netzwerke gerade in der Illegalität Funktionen ersetzen, die sonst über Organisationen vermittelt werden. Frau Kottek kann zum Beispiel nicht über die Arbeitsagentur nach Beschäftigung suchen. Sie kann keinen eigenen Mietvertrag abschließen, sondern wohnt bei Bekannten. Als sekundäre Ordnung stellen Netzwerke auch dann Ressourcen bereit, wenn die Inklusion in andere Systeme durch Illegalität erschwert wird. Also wenn man eben Kontextrelationen sehr differenziert untersucht, dann kann man sagen, okay, ich kann mich bei der Arbeitsagentur melden und die hilft mir dann, einen Arbeitsplatz zu finden. Oder ich kann es eben nicht machen, wenn ich undokumentierte Migrantin bin. Dann kann ich aber über soziale Netzwerke schauen, ob ich nicht einen Arbeitsplatz finden kann. Diese sozialen Netzwerke, die funktionieren unter Umständen eben auch unabhängig vom Nationalstaat und eben auch grenzüberschreitend. Ja? Der Nachteil von solchen Netzwerken wird an Frau Kotteks Beispiel auch sehr deutlich. Denn die Beziehungen, die das Netzwerk tragen, erfordern ständige Pflege. Und als ihre Partnerschaft zu Ende geht, verliert sie auch die an sie geknüpften Ressourcen. Ja? Also wenn man so vorgeht, guckt man sich viele Verbindungen sachlicher Art an und schaut, was ist eigentlich das Gesamtbild. Kann Frau Kottek zum Beispiel zum Arzt gehen, nicht offiziell, aber vielleicht kann sie das über Netzwerke von Ärzten, die Illegalen helfen, ja? Oder über das öffentliche Gesundheitswesen. Das kann man dann sozial differenziert untersuchen. Das ist aber nur eine Art, wie man über Kontextrelationen nachdenken kann. Eine andere Art ist Ihnen wahrscheinlich auch vertrauter, ist, dass diese Kontextrelation, über die wird ja auch politisch gekämpft. Also zum Beispiel gibt es ja die Frage, wer ist denn Staatsbürger, wer ist denn legal im Land oder wer ist eben wie Frau Kottek eigentlich nicht im Land, beziehungsweise eben nur, kann sich eben nur illegal aufhalten. Und es gibt auch unter den Staatsbürgern Abstufungen. Ja? Also wenn Sie mal mit Migranten der zweiten Generation zu tun haben oder selber Migrant der zweiten Generation sind, dann werden Sie mit diesem Thema konfrontiert sein, dass Leute immer wieder gefragt werden, wo Sie denn wirklich herkommen, weil Sie einen fremdklingenden Namen haben oder weil Sie irgendwie so aussehen, dass Leute sagen, du siehst aber nicht so aus wie jemand, der hierher gehört. Ja? Das sind dann solche politisch umkämpften Kontextrelationen, wo letztlich häufig kontrafaktisch behauptet wird, du gehörst eben nicht hierher. Ja? Und darüber wird dann eben auch entschieden, wer wohin gehört. Hierzu habe ich auch ein Beispiel, wie diese Kontextrelationen sich auswirken. Und zwar ist das eine anonymisierte Frau Borg. Frau Borg ist eine deutsche Bekleidungstechnikerin, der während ihres Studiums langsam klar wurde, dass sie in Deutschland keine Arbeit finden würde. Textilproduktion findet in Asien statt. Und dort arbeitet sie seit ihrem Studienabschluss. Auf meine Frage, warum die Firmen nicht einheimische Fachkräfte beschäftigen, stellt sie heraus, dass sie das Bindeglied zu den deutschen Kundinnen ist. Ihre Arbeitgeber in Deutschland, Zitat, wissen, sie haben jemanden, der hat so in etwa die gleiche Arbeitsauffassung und die gleiche Auffassung von Qualität und geht an die Sachen so und so ran. Und mit dem lässt sich es einfacher sprechen, als bei jemand, wo der Hintergrund ein anderer ist. Ende des Zitats. Frau Borg ist eine Expatriate, also eine Fachkraft, die von Firmen im globalen Norden an Produktionsstandorte in Billiglohnländern entsandt wird, um die Produktion dort so zu organisieren, dass das Ergebnis den Erwartungen des Auftraggebers entspricht. Lange ließ sich eine solche Entsendung mit einem Fachkräftemangel vor Ort rechtfertigen. Das ist in asiatischen Ländern kein Argument mehr, sondern Frau Borg führt ihre privilegierte Position auf ihre Ähnlichkeit mit den deutschen Kunden zurück. Da geht es also nicht um eine sachliche Relation, sondern geht es um eine politisch konstruierte Zugehörigkeit. Ja? Sie ist sich ähnlich mit den deutschen Kunden, sie weiß, was die wollen, das wird auch von ihrem Arbeitgeber so gesehen und das führt dann auch dazu, dass der Arbeitgeber willens ist, ihr sehr, sehr viel mehr Geld zu bezahlen, als er normalerweise für eine Textilingenieurin in diesen Ländern zahlen müsste.
Die dritte Kontextrelation, achso, machen wir erst ein Zwischenfazit, genau. Also meine These ist die, dass eigentlich normalerweise diese beiden Arten von Kontextrelationen die wichtigeren sind. Ja? Wenn Sie bei sich selber schauen, es ist wahrscheinlich für Sie wichtiger, welchen Beruf Sie haben, woher Ihr Einkommen kommt, welche Staatsangehörigkeit Sie haben, was Ihr Rechtsstatus ist. Ja? Das ist für Ihre soziale Lage wichtiger als der Ort im Territorium, auf dem Sie sich befinden. Ja? Dieser Ort, wo Sie leben, Ihr Lebensmittelpunkt, ist aber das, was häufig von der Ungleichheitsforschung untersucht wird. Ja? Und das ist das, was ich eigentlich kritisiere. Ich sage, man muss eben genauer schauen, wie diese Kontextrelationen aussehen. Dann können wir zum Beispiel bei einer illegalen Migrantin genau untersuchen, wo sie sich territorial befindet, wo sie sich politisch befindet und wo sie auch sozial anschließen kann. Ja? Trotzdem denke ich, dass Orte auch noch wichtig sind. Ja? Also gerade bei sehr armen Leuten, ja, oder auch bei Leuten, die nicht gut zu Fuß sind, ja, oder die sehr jung sind, die nicht selber meinetwegen Auto fahren können oder die einfach begleitet werden müssen. Da macht es dann zum Beispiel schon einen Unterschied, in welchem Stadtviertel bin ich, gibt es hier einen Park, ja? Also wie ist die Ausstattung des Territoriums, in der ich mich befinde. Sie sehen hier ein Bild von einer brasilianischen Favela, die durch eine Mauer von einem Mittelklasseviertel abgegrenzt ist. Und da sieht man natürlich auch diejenigen, die auch durch einen Job als Dienstmädchen eben über die Mauer kommen, haben dort natürlich andere Möglichkeiten. Ja? Und das ist sozusagen die dritte Kontextrelation, die ich gerne bedenken möchte. Und auch dafür habe ich noch ein kurzes Beispiel von Herrn Okocher. Der reiste auf Einladung der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, das ist so eine Entwicklungshilfsorganisation in Deutschland, zu einer Fachkonferenz nach Deutschland ein. Als Umweltaktivist war er in seinem Heimatland bedroht worden und so nutzte er den Auslandsaufenthalt, um abzutauchen. In diesem Moment war er vieler Chancen beraubt und hielt auf der Straße nach Gelegenheiten Ausschau. Als Afrikaner erkannte er andere Afrikaner über die Hautfarbe und erhielt so schnell Informationen über seine Möglichkeiten, Asyl zu beantragen. Das Beispiel macht deutlich, dass hier der Ort Straße über körperliche Anwesenheit wichtig dafür ist, mit wem man interagieren kann. Und zugleich macht das Beispiel deutlich, dass dieser Ort eben nicht frei von Sozialem ist. Denn dadurch, dass die sich über die Hautfarbe politisch zuordnen, sozusagen wechselseitig als Ausländer erkennen, nur dadurch kann er eben auch auf der Straße dann leicht mit ihnen anknüpfen. Insofern ist es auch ein gutes Beispiel für meine These, dass es zwar schon um Orte gehen kann, aber dass eben in den Orten es auch immer wichtig ist, was ist die politische Zuordnung und was ist die Zuordnung auch über sozial differenzierte Kontextrelationen. Also das mündet dann in die These, dass diese Kontextrelationen wichtig dafür sind, welche Lebenschancen Menschen erzielen können. Und dass sie eben, wenn man in weltweiter Perspektive Ungleichheiten anschaut, sehr wichtig sind für ein Verständnis von Ungleichheiten. Und damit man das irgendwie auf den Punkt bringen kann, braucht man einen Begriff und ich habe dafür den Begriff sozialräumliche Autonomie entwickelt. Das ist ein Fachwort dafür, dass man gute Zugangschancen hat. Und dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass man dafür nicht unbedingt migrieren muss, sondern am besten sind eigentlich die dran, die schon da sind, wo sie alles haben. Ja? Also wenn man sich in einem in Kontexten bewegt, die einem alles ermöglichen, dann braucht man auch nicht migrieren oder besonders tätig werden. Und wenn man Ressourcen hat, mit denen man überall hingehen kann, dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, wenn es irgendwo schlechter wird. Ja? Zunächst mal sozialräumliche Autonomie bedeutet nicht unbedingt, dass man ständig durch die Weltgeschichte reist oder migriert. Das bedeutet erstmal, dass man sozusagen die Möglichkeit hat, auch jederzeit den Kontext zu verändern.
Es bedeutet aber natürlich auch, dass man unter Umständen Kontexte verändern kann. Und was das bedeutet, will ich Ihnen jetzt einfach mal an Beispielen zeigen. Also so ist es so, dass wenn man eben was hat, was schon sehr viel Autonomie ermöglicht, dann würde ich das zum Beispiel transnationales kulturelles Kapital nennen. Das ist eben sowas wie, ich bin Arzt oder ich kann programmieren oder ich kann Englisch. Ja? Das sind so Kompetenzen, mit denen man an vielen Stellen Anschluss finden kann. Und wenn man sich da bemühen muss, ja, dann ist es eben diese Option, zum Beispiel über Netzwerke zu gehen, die ich Ihnen ja am Beispiel von Frau Project schon erklärt habe. Bei den politisch umkämpften Kontextrelationen ist es zunächst mal so, wenn man also einen Status hohen Pass und das dazu passende Aussehen hat, ja, ist man schon mal gut dran. Wenn man das nicht hat, dann kann man natürlich auch versuchen, entsprechende Aufenthaltstitel zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, eine EU-Staatsbürgerschaft kann man sich für ungefähr 1 Million Euro kaufen in Malta. Oder man kann eben auch versuchen, sein Aussehen so zu verändern, dass man eben nicht so sehr stark ausgegrenzt wird. Ja? Also dass man zum Beispiel, wenn man braune Haut hat, sich so kleidet, dass es so ein bisschen südlich mit dem Mediterran aussieht und eben nicht meinetwegen brasilianisch, obwohl man eigentlich aus Brasilien kommt. Ja? Bei der territorialen Segmentierung sind die am besten dran, die eine gute Infrastruktur dort haben, wo sie sich befinden. Und bei denen es nicht so ist, die werden eben in der Situation sein, wo sie versuchen, Grenzbarrieren zu überwinden. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade in der öffentlichen Diskussion. Man kann das dann zusammenfassend eigentlich an einer Achse so abbilden, dass man sagt, es gibt eben Menschen, die sind auf benachteiligende Kontexte beschränkt. Ja? Das sind zum Beispiel diese Menschen, die Amartya Sen vor Augen hat, die eben wirklich in einem Dorf sind, wo es drauf ankommt, wie ist jetzt da gerade die Fruchtbarkeit, wie gibt es Dürre oder nicht. Ja? Die also sehr davon abhängig sind, was passiert jetzt eigentlich in einem Kontext, der sowieso eher schlecht ausgestattet ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die eigentlich auch ganz flexibel sich bewegen können, die aber häufig schon an Orten sind, wo sie das gar nicht müssen. Ja? Und in der Mitte begrenzte Beweglichkeit, da würde ich sagen, das sind so Leute, die eigentlich es vielleicht nicht so schlecht haben, die aber auch nicht vollständig beweglich sind. Also ein so ein Beispiel wären meinetwegen deutsche Geschichtslehrer, die können in ihrem Bundesland, meinetwegen Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, verbeamtet werden und dann haben sie wirklich einen ganz tollen Status. Aber die wissen natürlich auch, wenn es jetzt mit dem deutschen Staat oder im Bundesland bergab geht oder wenn gerade keine Geschichtslehrer gebraucht werden, dann ist es nicht so einfach, woanders hinzugehen. Ja, weil in den Niederlanden werden zum Beispiel keine deutschen Geschichtslehrer gebraucht und verbeamtet werden die dort auch nicht. Sowas würde ich begrenzte Beweglichkeit nennen. Wenn man das dann zusammendenkt damit, dass Menschen ja auch mehr oder weniger Geld haben, mehr oder weniger Bildung haben, ja, dann kriegt man eine weitere Achse, nämlich einfach nach oben die, die viel haben, Überfluss, die, die nichts haben, ja, und dann die in der Mitte, bei denen das auch etwas komplexer ist. Und wenn man dieses beides dann zusammenspielt, dann kriegt man ein Modell von sozialen Lagen in der Welt. Und wie dieses Modell jetzt aussieht, das würde ich Ihnen abschließend noch an Beispielen illustrieren. Ja? An oberster Stelle haben wir die Eliten der Welt. Ja? Und da muss man sich ganz klar machen, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, in welchem Ausmaß sich der Reichtum der Superreichen immer noch vergrößert hat in den letzten 10, 20 Jahren. Das wird in den üblichen Statistiken gar nicht abgebildet, weil man diesen Reichtum gar nicht erfassen kann. Also der liegt in Steueroasen, die Ökonomen können das mittlerweile erfassen, aber wenn Sie so die Statistik in Österreich oder Deutschland anschauen, dann fehlt es. Ja?
da hat sich auch niemand, also es gibt jetzt einen Armuts- und Reichtumsbericht in Deutschland, aber wenn Sie den anschauen, dann sehen Sie, es sind auch völlig unzureichende Daten aus Steuererklärung, also das haut überhaupt nicht hin. Also Sie müssen sich vorstellen, dass es eine sehr kleine Gruppe von Menschen in der Welt gibt, die wirklich unglaublich reich sind und die sich auch komplett jeglicher nationalstaatlicher Kontrolle entziehen, sondern wo es eigentlich eher so ist, dass wenn die drohen, woanders hinzugehen, oder wenn die, also dann haben die eigentlich die Regierung in der Tasche und nicht umgekehrt. Ja? Und damit will ich jetzt gar keine Verschwörungstheorien verbreiten. Wenn Sie das interessiert, können Sie zum Beispiel die Bücher von Michael Hartmann lesen, das ist ein Eliteforscher. Hat gerade ein neues Buch dazu auch rausgebracht. Und das ist seriöse Forschung, die da gemacht wird. Man muss einfach klipp und klar sagen, das sind Leute, die eigentlich nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen positioniert sind. Auch wenn sie zum Beispiel in der Schweiz dann leben. Ja? Und ganz am anderen Ende haben wir dann Leute, die eben auch nicht wegkommen von dort, wo sie sind. Wenn sie wegkommen würden, würden sie eben auch sofort stigmatisiert. Ja? Und die sind eben auch dann an Orten, wo sie nichts haben. Ja? Kein Strom, kein Wasser, keine Chancen, kein Bildungssystem und so weiter. Ja? Das ist trivial. Ja? Wobei man sagen muss, das mit den Superreichen sollte man schon hin und wieder mal sagen, weil irgendwie herrscht da so ein vornehmes Schweigen darüber. Und man muss sich einfach mal klar machen, das ist schon wichtig, wenn man die Welt verstehen will, in der wir leben, dass man sich klar macht, dass wir dann nicht unter demokratischen Verhältnissen leben. Ja? Aber gut, das ist sozusagen eigentlich einleuchtend. Mein Modell wird eigentlich eher interessanter in der Mitte. Ja? Also das sind zum Beispiel Menschen, die versuchen zu Fuß von Mexiko in die USA zu kommen. Und da sieht man eben, dass es unter Umständen einfach wirklich eine Strategie, eine Verbesserung sein kann, wenn man sich wirklich körperlich woanders hinbewegen kann. In der Debatte über Flucht in Europa, den langen Sommer der Migration, wird es ja auch nie erwähnt, dass es zum Beispiel körperliche Voraussetzungen hat, wer sowas überhaupt machen kann. Es sind eben nicht die Alten und die Kranken und die Kleinen, die sich aufmachen können, sondern es sind eben wirklich schon die Leute, die einigermaßen gesund und fit sind, die eben überhaupt es schaffen können, solche über Jahre hinweg lange Strecken zu überwinden. Und da geht es dann wirklich um eine körperliche Kontextveränderung. Und man ist einfach schon gut dran, wenn man es körperlich wohin schafft, wo man einfach etwas besser versorgt ist. In der Mitte, habe ich gesagt, das ist so der typische Wohlfahrtsstaat, das, was man eigentlich auch aus dem Sozialkundeunterricht kennt. Und da macht es dann natürlich einen großen Unterschied, in welchem Staat bin ich. Bin ich eben Geschichtslehrer in Nordrhein-Westfalen, dann stehe ich ganz gut da. Oder bin ich Geschichtslehrer, das ist jetzt in Griechenland, ja, dann stehe ich vielleicht nicht ganz so gut da. Ja. Und da sieht man natürlich auch, dass die Leute in der Mitte, für die ist das sehr wichtig, dass der Kontext, in dem sie sich befinden, der Staat, in dem sie sich befinden, auch gut dasteht. Ja, das ist auch eine Erklärung dafür, dass sie sich teilweise nationalistischen Bewegungen anschließen. Ja. Ob das ihrem Staat so hilft, sei dahingestellt, weil zumindest in Deutschland lebt der Staat ja gerade vom Export. Ja. Aber dass dieses subjektive Empfinden von den deutschen Geschichtslehrern da ist, dass es irgendwie wichtig ist, wie das mit dem deutschen Staat aussieht, das kann man schon verstehen. Weil ihr Wohl und Wehe hängt eben daran, dass sie in ihrem Staat gut versorgt sind. Und dann gibt es angrenzend zu diesen Eliten, ja, gibt es so weitere elitäre Gruppen, die auch ein Stück weit mobiler und flexibler sind. Und das kennen Sie vielleicht, ich weiß nicht, diejenigen von Ihnen, die Sie aktuell mit Kindern oder Enkeln beschäftigt sind, da fragt man sich ja immer, sollen die Englisch lernen, wie viel Englisch, sollen sie vielleicht auch Chinesisch lernen, sollen sie ins Ausland gehen, ja? Also da wird eigentlich in den Mittelschichten versucht, die Kinder vor dem Schicksal der Geschichtslehrer in NRW zu bewahren, ja? Und zu ihnen zu sagen, du kannst ruhig Geschichtslehrer in NRW werden, aber versuch doch bitte auch mal mit Erasmus ins Ausland zu gehen, lern vielleicht auch noch eine andere Sprache, damit du vielleicht dann doch auch noch ein bisschen breiter dich aufstellen kannst, wenn NRW gerade keine Lehrer braucht, ja? Mach doch vielleicht nicht nur Geschichte, sondern auch noch Mathe, ja? Dann kannst du notfalls auch Mathelehrer in den Niederlanden werden, ja? Um es mal ein bisschen verkürzt zu sagen. Also da wird versucht, die sozialräumliche Autonomie zu erhöhen. Ich sagte ja
ja schon in der Mitte, unterscheidet sich mein Modell eigentlich nicht von dem Modell, was Sie kennen. Ja? Interessant wird mein Modell, wenn man sich für die Armut in der Welt interessiert oder wenn man sich eben für Gruppen interessiert, die versuchen, ihre sozialräumliche Autonomie zu erhöhen. Ja? Und damit kann man dann eben auch ein Stück weit erklären, warum es in Europa und auch andernorts so heftige politische Kämpfe um Grenzöffnung oder Grenzschließung gibt. Ja? Weil es eben Gruppen gibt, die das berechtigte Gefühl haben, dass sie weltweit konkurrieren können, dass sie so gut aufgestellt sind, bildungsmäßig und ökonomisch, dass sie Berufe haben, wo sie sich nicht um, also wo sie nicht fürchten müssen, dass es Konkurrenz geben könnte. Ja? Und die sagen, für uns ist doch schön, unsere Kinder können in der EU mit Erasmus ins Ausland gehen, die können reisen und die natürlich auch wissen, dass ihre Firma mehr Geld verdient, wenn eben der grenzüberschreitende Handel funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt es Gruppen, die besorgt sind. Ja? Und die diese Sorge, das lernen wir dann auch die besorgten Bürger, ja? Also die Sorge haben, es könnte mit ihrem Staat irgendwie schlechter werden und die wissen, wenn es mit ihrem Staat schlechter wird, dann wird es auch mit ihnen schlechter. Ja? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so eins zu eins richtig ist, weil unsere Staaten leben eigentlich von dem ungleichen Handel grenzüberschreitend. Und insofern sagen natürlich dann auch die ökonomisch Versierten immer, Leute, ihr tut euch keinen Gefallen, also meinetwegen jetzt in Ostdeutschland, ja, wenn ihr gewalttätig werdet gegenüber Leuten, die anders aussehen, macht ihr Ostdeutschland noch mehr kaputt, weil wir dann keine Wissenschaftler mehr kriegen, die im Max-Planck-Institut in Dresden arbeiten wollen aus dem Ausland. Ja. Also die Frage ist, wie rational dann die Strategie ist, ja, aber die Einschätzung der eigenen Lage würde ich schon für realistisch halten. Es gibt natürlich Gruppen, für die der nationale Wohlfahrtsstaat sehr, sehr wichtig ist und die auch völlig berechtigt sagen, wie es meinem Staat geht, ist für mich das Allerwichtigste, weil es ihr ökonomisches Interesse ist. Ja? Ich komme zum Schluss. Also meine These sagt, dass eigentlich das System der Nationalstaaten auch wichtig, also Zugangschancen auch sehr wichtig dafür sind, was Menschen in ihrem Leben erreichen können. Die ökonomischen Berechnungen von Milanovic zeigen das Gleiche, auch von anderen Leuten. Für das, was man im Leben erreichen kann, ist es wichtiger, wo man geboren ist, ja, als welche Bildung man hat oder welche Anstrengungen man unternimmt. Und dass meine These wäre aber im Unterschied zu den Ökonomen, dass man nicht einfach alle Menschen in der Welt irgendwie miteinander vergleichen sollte, ja, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss, wer kann in welchem Kontext Lebenschancen erreichen. Und das ist von Mensch zu Mensch unter Umständen auch verschieden. Ja. Wenn, je nach Beruf müssen Sie vielleicht nicht Englisch lernen. Ja? Sondern das, was anderes ist, das, was es ihnen ermöglicht, sich breiter aufzustellen oder den Kontext zu wechseln. Und wenn man diese Vielzahl von Kontextrelationen bedenkt, dann muss man sich auch klar machen, dass Menschen eben auch strategisch mit Kontextrelationen umgehen. Dass sie eben sagen, wir wollen das mal lieber hier ein bisschen dicht machen, damit wir schön unter uns sind. Ja? Oder dass sie sagen, ach, ist doch alles kein Problem, wir können alle uns öffnen, weil meinen Kindern geht es dann besser. Ja? Also man muss ein Stück weit auch sehen, dass einfach der Umgang damit strategisch ist. Und die Soziologie als Wissenschaft versucht auch manchmal in solchen Analysen einfach so eine reflexive Komponente einzuziehen und zu sagen, wenn wir besser verstehen, wie das funktioniert, dann können wir eigentlich überhaupt erst richtig anfangen, uns auch politisch darüber auszutauschen und da auch politisch Lösungen zu finden. Und in diesem Sinne verstehe ich mein Buch auch als eine kritische Theorie in dem Sinne, dass sie hoffentlich einen anderen Blickwinkel auf die Ungleichheitsverhältnisse ermöglicht, die wir weltweit haben. Ich glaube, es ist ganz misslich, dass wir immer zusammenzucken, wenn in Bangladesch eine Fabrik brennt und dann vergessen wir es wieder und denken nicht weiter darüber nach und dann plötzlich kommen Flüchtlinge und keiner weiß warum und irgendwie wird man immer so unverhofft von irgendwas getroffen und alle tun so, als hätte man es nicht gewusst. Ja? Ich glaube, dass es durchaus möglich ist,
wäre, da auch zu Lösungen zu kommen, die demokratischer sind und die ausgehandelt sind und die auch tatsächlich dann auch besser funktionieren, wenn man sich denn mal wirklich damit beschäftigen würde. Vielen Dank für Ihr Interesse.